Gott hat uns dazu geschaffen, dass wir der göttlichen Natur teilhaftig sowie zu Teilhabern seiner Ewigkeit werden und ihm ähnlich erscheinen durch die gnadenhafte Vergöttlichung. Um ihretwillen hat alles Seiende Bestand und Dauer und wird das Nichtseiende ins Leben gerufen und geschaffen. So greift Maximus der Bekenner, liebe Schwestern und Brüder, dieser Kirchenvater, eine kleine Bemerkung aus dem Beginn des zweiten Petrusbriefs, den wir in der Lesung hörten, auf. Und interessanterweise, er kommt immer wieder auf diese kleine Stelle zurück. Es geht fast unter. Er hat uns Anteil an seiner göttlichen Natur geschenkt. Er will uns daran Anteil gewähren. Wie im ersten Petrusbrief finden wir auch in dieser kleinen Bemerkung eine Orientierung, damit wir all die Mahnungen, die dann folgen und die hier sehr schnell beginnen, gleich in den ersten Versen des zweiten Briefes, damit wir sie recht einordnen und verstehen. Oft genug lassen wir uns beeindrucken. Und es stimmt, Christentum hat etwas Anstrengendes. Wenn die Orientierung fehlt, dann können wir es nicht einordnen, nicht hinordnen auf diesen Punkt, auf den es ankommt. Maximus sagt, alles, was es gibt, alles Seiende und alles, was ins Leben gerufen wird, was noch gar nicht ist, wird deshalb geschaffen und existiert, damit es Anteil hat an der göttlichen Natur. Eine ähnliche Richtung, wie wir sie gestern im Evangelium hörten. Der Rekurs auf den guten Beginn der Schöpfung. Als Gott alles ins Dasein ruft und Tag für Tag nach seinem Tagewerk sagen kann, er sah es und es war gut. Geistliches Leben heißt nichts anderes, als diese Hinordnung wiederzufinden, als diesen Weg der Heilung zu beschreiten, damit am Ende alles und wir selber gut sein können.